Cook, Serve, Delicious. Folge 34. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde. Es geht weiter mit Cook, Serve, Delicious. Ist heute eine sehr spontane Folge, weil mir irgendwie schwer was schiefgelaufen ist bei einer FIFA-Folge. Aber egal. Umso mehr freue ich mich, dass ich mal wieder Cook, Serve, Delicious spielen kann. Ich weiß auch noch genau, dass mir in der letzten Folge einiges schiefgelaufen ist und auch mit dem Wein ich so überhaupt nicht klar kam. Den kann man ja anscheinend switchen, aber auch ja nur in eine Richtung. Das heißt, ich muss heute ein bisschen besser drauf achten. Aber jetzt schauen wir erstmal nach den E-Mails. Burger Upgrade available. Sehr interessant. Müssten wir mal schauen. Ich glaube nur nicht, dass ich das Geld dafür haben werde. A new item is now available. Endlich. Spam filtering is now available to purchase. You can read more about it and buy today in the equipment menu. Na endlich. Weil seid mir nicht böse, also die Dinger halten uns nur auf. Sie sind auf Englisch komplett, das ist gar nicht mehr so einfach und lustig sind sie auch nicht. Da haben wir schon eins von diesen Dingern. UOO Field Agent Wanted. Are you an experienced oil driller who has had several years in reclaiming older oil platforms and islands? Bist du ein erfahrener Ölbohrer, der auch ältere Plattformen wiederbelebt? We need your expertise in leading young men into the oil fray. Wir brauchen deine Expertise, um junge Männer quasi sich wieder reinkämpfen zu lassen oder halt reinstürzen zu lassen ins Ölgeschäft. Full benefits included, also wirst voll bezahlt quasi oder hast was davon. Call us und so weiter und so weiter. Ja, aber ich glaube, das interessiert uns jetzt nicht wirklich extrem. Das war's auch schon mit den E-Mails. Ich schaue gerade mal ins Equipment Menu, das interessiert mich. Weil da warte ich ja schon die ganze Zeit drauf, das wisst ihr ja. Mailfilter, gut, vorgelesen habe ich das ja schon, das kennt er ja. Das holen wir uns jetzt, wir haben auch das Geld. Jawohl. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das aussieht. Vielleicht kommen jetzt auch gar keine Spams mehr. Da kommen wir vielleicht auch mit dem ganzen Projekt hier mal ein bisschen weiter, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, wie ich schon sagte, das hält mich auf. Es hält mich auf. Okay. Vielleicht hätte ich mal gucken sollen, ob da eine Mail verschwunden wäre. Jetzt müssen wir mal ins Active Menu schauen. Weil wir mussten ja einiges rausbolzen, weil vieles rot war. Also die Lasagne fliegt jetzt wieder, die ist so ätzend. Wir machen den Burger wieder rein, den finde ich nach wie vor sau cool. Wir machen das Eis, glaube ich, mal raus. Wie mache ich das jetzt? Fritten auf jeden Fall. Von der Sortierung würde ich so sagen. Fritten, Burger. Das Steak muss auch noch rein und der Salat noch. Oder soll ich den Fisch drin lassen? Obwohl Fisch ja auch fein ist. Wir hatten den Fisch und das alles noch nie so. Ach komm, jetzt machen wir es mal so. So finde ich es eigentlich ganz geil. So wirkt es auch machbar, finde ich. Ja, okay, dann lassen wir das so. Die Karte ist okay, Rot ist nichts. Das habe ich ja auch schon geschafft. Ansonsten, Spamfilter haben wir. Das Menü haben wir gecheckt. Es ist sonst nicht viel zu machen. Ich würde sagen, wir machen einfach den nächsten Tag, oder was meint ihr? Einfach krachen lassen. Wir schauen jetzt mal. Ich hoffe mal, ich kriege das besser hin heute mit dem blöden Wein. Aber ich denke schon. Bierchen. Ist eine Weile her, dass ich gespielt habe, aber naja, ist ja wie Fahrradfahren, oder? Glaube ich jedenfalls. Hoffe ich jedenfalls. Okay. Two Meat Patties. 1, 2. Bam. Ich habe den Burger vermisst irgendwie. Der ist nämlich cool. Ich habe jetzt gar nicht nach dem Burger Upgrade geschaut, aber ganz ehrlich, das machen wir in der nächsten Folge. Meat, Bacon, Cheese. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, weil dann können wir uns eh nicht leisten. No Salt. Okay. Also wisst ihr, wie ich meine? Das Geld habe ich eh nicht. Okay, was haben wir jetzt? Sheep. Blablabla, das ist nicht diese Käse-Dinger, also kann ich einfach nur den Korken aufmachen. Diesmal will ich es mir beim Wein nämlich richtig machen. So. Ne, wisst ihr, was ich sagen wollte? Also beim Burger brauche ich nicht nachschauen, wenn ich es mir eh nicht leisten kann. Das ist jetzt dieser Cheesy-Wine, also eins weiter und dann aufmachen. Diesmal bin ich konzentriert, oder wie man sagen will. Diesmal klappt das. Jetzt haben wir gleich Rush-Hour. Steak. Season 3 times. 1, 2, 3. One juicy. Okay, das ist der Cheap Wine. Einfach aufmachen. Dann ein Bierchen. Okay, einfach den Dings cutten. Das geht. Easy, breezy. Lemon squeezy.
Nochmal cutten. Das ist fertig. Das ist fertig. Das ist Käsewein. Wie das klingt, Käsewein. Fertig. Bierchen. Fisch kurz cutten. Machen wir kurz das Bier, das geht schneller. One Meat Patty. One Meat Patty. Cheapest Wein. Ich hoffe, die hört man mein Geklopfen nicht so arg. Ich habe das schon mal überlegt. Okay, Meat Only, please. Das kommt mir zu Pass. Meat, Bacon, Cheese, Cheese, Tomatoes. Mit Cheesy Wine. Oh, ich glaube, jetzt rutscht mir die Toilette raus, oder? Na, vielleicht auch nicht. Hui, das war stressig, aber ich hab's hinbekommen. Season 3 times. 1, 2, 3, 1 juicy. Muss ich kurz wieder runterkommen, mich wieder konzentrieren. So, vom Rush-Mode in den Concentrate-Mode. Ich glaube, ich habe noch keinen Fehler gemacht, oder? Kann das sein? Okay, kurz durchatmen. Weil das kann schon anstrengend sein. Alrighty. Bierchen. Müssen wir die Rattenfalle aufstellen, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. La 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 la. Okay. One Meat Patty. Machen wir. Kein Problem. Ich mag meine Karte irgendwie. Meat and Tomatoes only. Ganz normaler Cheapest Wine, also kann ich einfach nur aufmachen. Dass ich heute die Toilette flaschen muss, das ist ja heftig. Alrighty. One Meat Patty. So, hoppla. Ich hab schon auf die Uhr gestarrt. So kann man Zeit schinden. Bierchen. Okay. Meat, Lettuce, Bacon, Cheese, Tomatoes. Ja, deswegen heißt der ja der Original. Den habe ich schon bei Matt. Beim Patty gesehen, wollte ich sagen. Habe ich das schon, dass das der Original wird. Das wollte ich halt in dem Fall nur nicht sagen, weil ich konzentriert bleiben wollte. Matty ist auch schön. Kennt ihr noch Lila Launebär mit Matty? Egal. Once, two kicks of spice. Spice, da haben wir. 1, 2. Das war's schon. Okay. Jetzt müssen wir uns nochmal konzentrieren. Ja, der Fisch ist nicht so ein Problem. Nur schneiden. Season 3 times. 1, 2, 3. And one juicy. Jetzt fliegt mir da die ganze Zeit so eine Fliege auf der Hand. Kann mich nicht konzentrieren. Cheapest wine. Okay. Bierchen. Machen wir kurz die Fisches. Das ist ja gleich gemacht. Das flaschen wir kurz. Season 1, 2 kicks of spice. Bacon, lettuce, tomato. Cheapest wine. Ihr werdet lachen. Mir ist die ganze Zeit eine Fliege jetzt auf der Hand und eurem Gesicht rumgeflattert. Ich lüge nicht. Deswegen habe ich jetzt gerade Schwierigkeiten gehabt, mich zu konzentrieren. Das habe ich so einen Mini-Fehler gemacht, deswegen. Ist aber nicht so schlimm. Ich meine, das ist so ein Random-Fehler. Schade, es wäre aber voll die gute Kombo gewesen. Aber ich schwöre, es war jetzt gerade so. 1, 2, 3. Ich konnte mich jetzt gerade nicht konzentrieren. Kennt ihr das, wenn euch die ganze Zeit so ein Viech an der Nase rumschwirrt und an der Hand kitzelt? Das hat mich gerade wahnsinnig gemacht. Ah, sowas gehört. Das wäre nämlich eine super Kombi gewesen. Meat. Bacon, Cheese. Aber ich bin immer noch in der Kombo. War das gar nicht falsch, oder wie? Dann muss ich mich konzentrieren. Okay, das ist der Cheese. Er hat es trotzdem irgendwie angenommen, oder? Ja, vielleicht habe ich mich ja doch nicht vertan. Mir ist uns recht sein. Dann weiter konzentrieren, Willow. Vielleicht schaffst du die Kombo. Mit Salz möchte der haben. Place in a bowl. Salt. Serve. Machen sie selten Pommes, oder? Kann das sein? Mit Salz. Place in a bowl. Salt. Also es war wohl kein Fehler, bin ich beruhigt, weil das wird richtig gut. Schaffe ich die 50 noch? Ich glaube nicht. Nein, das wird nichts mehr. Seasoned. Einmal. 4 spicy. 1, 2, 3, 4. In 2 juicy.
Ja, fast 50. Aber ich habe keinen Fehler gemacht, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Das eine hat er wohl nicht gewertet oder war es gar nicht falsch, oder? Also dafür, dass ich eine Weile nicht gespielt habe. Eine gute Weile. Die Fliege ist immer noch da. Dam, da, dam, dam. Hi, perfect day achieved. Ja, es war kein Fehler dabei. Also besser kriege ich es nicht hin. Also 49 perfekte und dann 0, 0. Besser kriege ich es nicht hin. War doch okay. Ich bin zufrieden. Das mit dem Wein hat doch um ein Vielfaches besser funktioniert. Als, naja, wisst schon. Als beim letzten Mal. Das war doch nice. Hier kommen wir auch weiter. Und einmal Catering. Da hoffe ich halt, dass wir das noch hinbekommen. Und seht ihr? Nicht ein Spam. Nur noch die wichtigen Sachen. Na endlich. Jetzt kommt das Spiel in Fahrt. So macht mir das auch Fun, weil da kann man wirklich auch mal pushen. Weil das Spiel ist eigentlich lustig. Aber für diese Folge war es das jetzt erstmal. Ich hole mir jetzt die Fliegenklatsche, beziehungsweise meinen Zapper. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.